herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Sicherlich könnt ihr euch noch erinnern, dass wir als letztes hier den Turm eingenommen hatten. Und da wir letztes Mal das Problem hatten, dass keine Tiere gespawnt sind, habe ich mich jetzt heute mal ein bisschen umgeguckt. Und muss gestehen, ich bin sehr, sehr, sehr verwundert. Ich vermute, dass das jetzt irgendwie so ein kleiner Bug ist und wir sozusagen erst wieder, also dass das erst aufhört, wenn wir die Drogenfelder eingenommen haben, also nicht eingenommen, abgefackelt haben. Alter, warum springe ich die ganze Zeit? Ich habe mir das irgendwie angewöhnt. Ich habe vorhin Cube World gezockt und ey. Ohne Scheiß, ich bin die ganze Zeit nur noch am Rumspringen in Cube World. Und hier, ich muss abgewöhnen. Ja, egal, ich weiß sowieso gerade nicht genau, wo ich da jetzt überhaupt hinlaufen soll. Deswegen stehen wir gerade ziemlich auf dem Schlauch. Ich weiß aber, dass das hier irgendwo... War doch noch eine Insel? Da unten? War da schon was freigeschaltet? Nee, warte mal, wo war denn das? Das war doch hier hinten irgendwo. Bei Bad Town noch. Ja, wir gehen jetzt erstmal nach Bad Town. Dann gucken wir mal nochmal. Okay. Wollen wir mal kurz gucken, ob wir die Drogenfelder jetzt einfach so auf Anhieb finden. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo wir da lang mussten. Das ist echt zu viel auf einmal. Aber. Nee. Leute, wir machen das anders. Wir sehen uns gleich wieder nach einem kurzen Cut, der jetzt für euch ziemlich kurz sein wird. Für mich wahrscheinlich etwas länger. Ich habe ja nachher auch noch ein Save gemacht, aber der Save ist, glaube ich, vorher gewesen schon, vor der Mission. Das heißt, ich spiele jetzt nochmal schnell darauf hin, sodass es dann wieder den Ausgang hier hat. Es ist natürlich jetzt echt kacke hier. Ich meine... Wie soll ich bitte die Drogenfelder finden, wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, wenn ich keinen Punkt auf der Map habe, keine Markierung? Und warte mal, wir können mal kurz gucken nach. Okay. Abandon Mission. Was heißt denn bitte schön? Reach the Duckfields. Ja, Reach the Duckfields. Schön. Okay. Wir starten jetzt einfach die Mission mal nochmal neu. Vielleicht geht das ja jetzt. Vielleicht. Hat sich jetzt alles gelegt, alles ist gut. Das machen wir jetzt einfach mal. Und, kriegen wir einen Anruf? Hier scheint auch keine in Sicht zu sein. Jetzt rutschen wir hier nochmal. Wow, oder auch nicht. Ich dachte, hier kann man runterrutschen. Das ist jetzt sehr, 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 sehr seltsam. Machen wir mal hier kurz dieses hier. Aber Mission. All unsafe progress will lost. Okay. Tja. Was soll ich machen? Gucken, was das jetzt bringt. Aha, jawoll. Enter the shark and confront the sugar. What the fuck? Was ist jetzt hier genau passiert? Wir haben jetzt was völlig anderes als Mission, glaube ich, oder? Kick the Hornet. Oh Gott, ich glaube, wir haben die Mission jetzt gerade übersprungen. Naja, egal. Okay, da das ja letztes Mal... Oh, jawoll. Jawohl, genau so soll ich das haben. Da sind schön ganzen Haufen mit den hübschen Tierchen, die ich brauche. Oh. Nein, du bist beschäftigt. Du siehst uns jetzt nicht. Bitte nicht. Alles nur nicht der Tiger. Okay, gut. Der interessiert sich scheinbar nicht sonderlich für uns. Dann hoffen wir die zwei hier auch nicht. Denn. Ah, das sind Schildkröten. Da sind die Dinger hier.
Hoppala. Heieiei. Was für aggressive Dinger. Cannot loot. Rucksack voll. Okay. Loot-Rucksack. Schön, dass es jetzt zumindest funktioniert. Auch wenn wir jetzt, glaube ich, hier aus Versehen die Mission irgendwie übersprungen haben, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Das ist mir eigentlich relativ egal gerade, weil endlich funktioniert das alles wieder so, wie das soll. Und damit bin ich zufrieden. Wenn wir da jetzt wirklich eine Mission übersprungen haben, dann, mein Gott, dann kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Wo sind die denn alle? Ach, da. So. Jetzt gucken wir auch gleich direkt mal, was, ich denn jetzt hier nochmal mit craften kann. Ich hab's nämlich vergessen, Upsala. Eieiei. Meine ganze Munition, Mädel. Ja, fuck. Ist das richtige Wort. So. Jetzt gehen wir mal kurz unter Crafting gucken. Und zwar Weapon Holster. Mein Dear. Wallets. Jawohl. Shark, okay. Blutrucksack brauchen wir Tapir. Ammo Pouches brauchen wir Bohr. Okay. Okay. Aber Bohrs hatten wir doch hier auch irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Oh, oh. Keine gute Idee, glaube ich. Oh doch, war eine gute Idee. Lol. Okay. Ja, ist ja gut. Dann natürlich hier die erstmal alles ab hier. Na. Komm. Weg, Feuer. Geil. Ekelhaft. Tiger. Und was haben wir hier? Hey. Okay. Sag bitte Tapir. Büffel. Okay. Büffel. Okay. Geht jetzt immer weg, euch kann man nicht brauchen gerade. So, die holen wir uns auch gleich mit dem Flammenwerfer. Geht doch schön easy going. Ey, wie die einfach direkt umfallen. Guckt euch das an, die fallen einfach plopp um. Alter. Geh weg, glaubt ihr? Besser für dich. Ich hab schließlich einen Flammenwerfer. Ah, Loot-Rucksack ist schon wieder voll. Mann. Was braucht man denn, um einen größeren Loot-Rucksack zu besorgen? So. Lecker Schmecker. Wo war der andere? Ach, runtergerollt, ist ja schön. Entschuldigung. Okay, komm, weiter geht's. Ja, leg dich da hin. Gute Idee. Tschüss. Na, natürlich. Jace verbrennt auch gleich. Ey, ist mir jetzt egal. Ich hab Bock drauf. Oh ja, da habe ich allerdings schon Bock drauf. Erstmal schön hier. Ein Lager einnehmen, das gefällt mir, habe ich Bock drauf, wirklich Bock drauf. Vor allem, weil wir das ja schon mal einnehmen wollten und es dann nicht funktioniert hat. Ist das auch einer? Glaube schon, Mann, es hat sich bewegt, ja, das ist auch einer, okay. Da ist noch einer, ich glaube mehr sind da nicht. Verfickte Mücken! Ja, die können heftig sein, ja. Verdammt. Guck mal, für den auch so easy geht mit dem Verbrennen. Wir kommen
Okay. Scheint tatsächlich genauso easy zu gehen. Oh Gott. Aber. Ja, ist auch besser so. Verdammt, keine Munition mehr. Tschüss. Warum wird jetzt hier das Dorf nicht eingenommen? Wahrscheinlich, weil ich die den... Ja, ich würde dir helfen. Jetzt bist du dran! Ach, komm. Das ist ein schlechter Witz hier. Alter! Nummer 1. Alter! Oha. Oha, oha. Jetzt darf bitte keiner um die Ecke kommen und mich sehen. Wäre jetzt sehr ungünstig. Okay, gut. Ja, ist klar. Du bist ruhig. Du auch. Ah ja, natürlich. Da hat noch einer gelebt. Warum nehmen wir jetzt auf einmal das Dorf ein? Naja. Der ist jetzt wahrscheinlich weg hier. Ja. Okay. Oh, Freunde, kommt. Ihr habt doch bestimmt Money für mich hier. Ach, verdammt. Ich bin bewaffnet. Das schaffe ich schon. Na gut. Oh, ein C4. Das ist natürlich jetzt ein geiler Fund, aber das können wir nicht auch so nehmen. Warum nicht? Lol, haben wir schon C4? Ach, wir haben schon 3 C4. Ja, schön. Dass ich das jetzt auch weiß. So, der hat bestimmt einen Molly für mich. Ne. Okay. Dann würde ich sagen. Also wir fahren. Ne, komm, wir reisen mit Schnellreise. Gehen wir jetzt mal ganz kurz nach gucken. Wo ist denn das? Das ist hier. Dann gehen wir kurz nach Bad Town. Okay. Und ich glaube, in Bad Town gibt es einen Waffenshop, wo ich hin will. Weil wir nämlich dann erstens mal die Muni auffüllen. Und den Flammenwerfer brauchen wir ja dann eigentlich nicht mehr, oder? Wenn wir die Felder schon haben, dann gucken wir jetzt mal. Jetzt tun wir erstmal verkaufen. Dann bekommen wir nämlich einiges an Moneten. Okay, die Blätter lassen wir mal bei uns. Handguns. So, die haben wir equipped. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch ein Magazin, jawohl. Okay, back. Dann müssen wir mal gucken, Sniper Rifles. Dann machen wir den Suppressor drauf, okay. Und das Visier. Dann equippen wir den noch, und zwar hierhin. Okay, gut. So, back. Jetzt gucken wir noch kurz nach der Ammo. Refill Inventory, kostet 40. Das ist perfekt. Back. Wiedersehen. So, dann haben wir ja jetzt schon einiges geschafft. Jetzt gehen wir mal kurz hier reingucken. Bin mal gespannt, was das jetzt... Du hast 10 Sekunden, dir zu sagen, wer du bist, bevor ich das C4 unter dem Tisch verzünde und der ganze Laden explodiert wie eine Pulle Shampoos.
Jesus! Glaube ich nicht. 5 Sekunden. Jason Brody. Echt? Ja. Du bist Snow White. Ja oder nein? Bei welcher Antwort werde ich gesprengt? Ein Pragmatiker. Sehr gut. Aber bist du auch ein Patriot, Jason Brody? Es ist so, ein echter Patriot hält sich nicht nur die Hand auf die Brust, wenn die Hymne im Stadion spielt. Das ist echt was für Schwuchtel, nimm's nicht persönlich. Ein echter Patriot saugt am Nippel von Lady Liberty. Hört er vom Tod eines Kameraden im Krieg, fragt der echte Patriot, haben wir gesiegt? Und feiert dann die Verkündung des Sieges. Also, bist du ein echter Patriot oder einer von diesen Hippies, die rumheulen, wenn's im Jeansladen keine Einstecktücher mehr gibt? Ein echter Patriot. Bingo, genau das wollte ich hören. Übrigens, was hat deinen Kumpel Oliver Caswell und Keith Ramsey finde ich auch noch. Warum suchst du nach ihnen? Es ist mein Job, hier über alles Bescheid zu wissen. Ich kann dir helfen, aber du musst mitspielen. Es gibt da was ich suche. Wir tauschen dann. Okay. Jason. Was bist du? Irgend so ein Spion? Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Kleiner Spaß. Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Großartig. Ich brauche Hilfe von der Armee und der Regierung. Das geht nicht. Bin angebettet. Hab gar keinen Kontakt zur Hauptzentrale. Was? Du bist allein hier? Nein, scherzt du? Ich habe ein ganzes Team. Die sind im Einsatz, aber bald zurück. Diese Scans von ihnen stechen direkt in ein fettes Wespennest. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber glaub mir, es ist groß. Sehr groß. Klingt groß. Ich brauche aber Infos. Von der Quelle. Flammenwerfer. Ein tolles Ding. Das haben die im Krautland entwickelt. Hoyt Volker ist der Boss eines guten alten Freundes von dir. Was? Er ist gleichzeitig der Kopf des größten Menschenhändlerrings im Südpazifik. Und zusätzlich baut er Drogen an. Wenn wir also seine Felder anzünden und sein Boot, kommt er rüber auf diese Insel gepaddelt, dann hab ich, was ich will. Und wir erfahren mehr über deine Freunde. Kapisch? Naja, sowas können echt nur Italiener sagen. Echt nur Italiener. Ist genauso italienisch wie Bunga Bunga. Ja, du weißt schon. Egal, hier ist das Teil. Wow. Danke. Genau das will ich hören. Vergiss das Boot nicht. Ja, na klar. Ich vertraue dir bei der Sache mit Hoyt. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Weil wir jetzt mehr oder weniger hier verpflichtet sind. Und wenn wir jetzt hier wieder einfach rausgehen, dann weiß ich nicht, ob wieder einfach die... Ja, siehst du, das ist dann einfach nicht markiert mehr. Das ist scheiße. Nur so lange, wie es mir bei meiner Suche hilft. Vielleicht weiß Dennis mehr über heute. Hi, Dennis? Jason, hast du was gefunden? Die Vision hat mich zu dem Mann in Weiß geführt. Der Kerl ist ein Spion oder sowas. Komisch. Von so einem habe ich auf der Insel noch nie gehört. Er hat mir von Vars Boss erzählt. Hoyt. Hoyt Volker. Halt dich fern von dem, Jason. Vars ist vielleicht verrückt, aber alles Böse auf der Insel kommt von Hoyt. Er hat Vars den Verstand rausgepustet. Er hat alles in der Hand hier. Wow. Okay, pass auf. Ja. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder genau am gleichen Punkt, dass eben keine Tiere da sind und so. Aber das sehen wir jetzt gleich. Jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen rum. Ah, oh, liebe es. Meine Lieblingssniper. Und meine Lieblingspistole. Okay, jetzt gucken wir nur ganz kurz und dann beende ich die Aufnahme. Und für den Fall... Lol. Ist jetzt kaputt. Ja. Dass jetzt tatsächlich wieder keine Tiere spawnen. Und wir, weil das Problem ist, wenn ich meine Waffe da ablege, dann habe ich die nicht mehr. Dann haben wir mehr oder weniger komplett alles umsonst ausgegeben. Das wäre ein wenig schade. Naja,
Wie auch immer, ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.